E-Learning und Web 2.0. Man kann sich kaum eine aktuellere Frage vorstellen. E-Learning, das ist ja der Versuch und die heute etablierte Praxis, Lehren und Lernen mit den modernsten Technologien zu unterstützen. Das haben wir schon immer gemacht, auch vor den Computern. Wir haben Bleistifte benutzt, sobald es welche gab und Anspitzer dazu. Und wenn mal kein Anspitzer da ist, dann sieht man, wie man sich an Technologie gewöhnen kann. Und an die Technologie des Internet für das Lehren und Lernen haben wir uns tatsächlich gewöhnt und sie bringt enorme Vorteile. Die Frage ist, reizen wir eigentlich diese Technologie richtig aus? Holen wir also für das Lernen raus, was man mit den heute verfügbaren Technologien machen kann? Das Internet ist ja nicht, wie manche fälschlich glauben, ein Verteilmedium, wo man die PDFs zum Runterladen hinstellen kann, weil man sie nicht verteilen möchte oder weil andere das Drucken übernehmen sollen. Das Internet bietet uns ja Potenziale, die darin vor allem zu sehen sind, dass Menschen wirklich miteinander kommunizieren können, nicht nur Rezipienten sind, sondern partizipieren an dem ganzen Prozess. Und wie wir es aus konventioneller Bildung kennen, wissen wir, dass Menschen, die sich selbst einsetzen, einbringen, die dabei sind, mit dem Herzen dabei, wenn es geht, mit Begeisterung, dass die viel besser lernen als die, die in der Ecke sitzen und sich berieseln lassen. Wer in einer klassischen Vorlesung sitzt, nach hinten gelehnt und nur zuhört, hat wenig Chancen, das Fach wirklich in den Griff zu bekommen. Ähnlich ist es im Unterricht und im Unternehmen. Und wenn wir die Leute aktiviert bekommen, dann fängt es an zu funktionieren. Und je verschiedener die Menschen in ihren Arbeitsbedingungen sind, also etwa in unterschiedlichen Kindertagesstätten, die ganz unterschiedliche Klientel in ihren Gruppen haben, die ganz unterschiedliche Bedingungen haben in der Ausstattung, so werden diese Menschen auch ganz unterschiedliche Fragen stellen wollen, Sachen anders diskutieren wollen als andere, sich anderes ansehen. Und am besten gelingt das, indem man sich selber einbringt und sagt, das möchte ich jetzt genauer wissen. Und da sind wir beim Web 2.0, bei der Möglichkeit der Partizipienten selbst einzugreifen in den Prozess. Im konventionellen Lernen wissen wir, das ist essentiell. Und so ist es natürlich beim E-Learning im Internet auch. Wenn die Menschen, die dort Erfahrungen austauschen, die vielleicht nur mal Begriffe oder Ansätze kennenlernen, die irgendwo tiefer eindringen, wenn die sich selbst engagieren können, wenn die nachhaken können, wenn die auch mal ein Statement formulieren können wie, das sehe ich ganz anders, das habe ich anders erlebt. Und wenn andere, die engagiert sind, dann darauf reagieren und sagen, nein, nein, doch, doch, so ist das, dann entsteht Inhalt, und zwar wertvoller Inhalt, der wirklich am konkreten Problem getrieben ist, den können diejenigen, die ein Portal betreiben, gar nicht vorbereiten. Man kann nicht auf jede Frage gefasst sein und noch viel weniger kann man auf jede bisher noch nicht gestellte Frage eine Antwort ins Internet stellen. Und mit dem Web 2.0 werden die Lernenden zu denjenigen, die Inhalt beisteuern, und zwar aus eigenem Antrieb und wirklich nur denen, den sie für wichtig halten. Einen besseren Filter als das Engagement und das ernste Interesse der Lernenden können wir uns gar nicht als Qualitätskriterium vorher vorstellen. Und dieses Potenzial müssen wir ausnutzen. Das heißt, dort, wo wir E-Learning-Angebote aufsetzen, müssen wir die Teilhabe der Lernenden vorsehen und müssen überlegen, was das bedeutet. Bedeutet es Upload-Bereiche? Bedeutet es Kommunikationsforen, Chat oder dergleichen mehr? Und hier müssen wir wieder sehen, was sich dann bewährt in der Praxis. Wir haben ein sehr kleines Projekt in Thüringen gemacht, in einer Kindertagesstätte, und haben dort den Erzieherinnen und den Kindern der Vorschulgruppe Computer näher gebracht. Ganz gegen unsere Erwartung waren die Erzieherinnen begeistert und wollten eigentlich ein bisschen unterstützt werden, an die Hand genommen werden, um selbst mit dieser Technologie besser umgehen zu können. Nun weiß man nicht, welche Bedürfnisse und Fragen die nächsten Erzieherinnen und Erzieher haben, denen wir begegnen. Und damit wir offen sind für alle Bedürfnisse und Fragen, muss man ihnen die Chance geben, sich zu artikulieren. Und das leistet Web 2.0. Es wird uns eine neue Qualität des E-Learning bringen und wir können dabei sein.